Debatte ist nun Johannes Hübner von der FPÖ aus Wien. Lieber Kollege Vorredner Schenach, ja, wir machen einen Rückblick auf ein Jahr Europäische Union oder Österreich in der Europäischen Union. Und der Rückblick sollte so sein, dass wir das anschauen, was geschehen ist, was nicht geschehen ist, und nicht davon reden, dass wir über Dinge reden müssen. Reden tun wir seit 10, 12, 20 Jahren über verschiedene Dinge. Passieren tut nichts. Und nach diesen Kriterien... werde ich mir auch erlauben, kurz die Leistungen der Europäischen Union, nicht die Leistungen Europas, sondern der Bürokratie, die die Europäische Union bewegt, darzustellen. Fangen wir mit der Masseneinwanderung an. Das ist ja kein neues Phänomen, das ist nur ein Phänomen, das jetzt wieder, sagen wir mal, über die Stränge schlägt, das uns zu überwältigen droht. Ein Phänomen, mit dem wir seit 20, 30 Jahren befasst sind. Und die Europäische Union und die Institutionen haben alles getan, damit dieses Phänomen dramatischer, schlimmer wird und damit alle Möglichkeiten, es zu unterbinden, hintangestellt werden. Das ist von den Aktionen im Mittelmeer, die die Flotten der europäischen Mitgliedsländer machen mussten, wo sie zur größten Schlepperorganisation in der europäischen Geschichte geworden sind, wo mit Mitteln, auf Kosten und unter den Organisationsstrukturen der EU hunderttausende Leute aus Nordafrika nach Europa gebracht worden sind. Das geht so munter weiter. Die Europäische Union, die die Möglichkeit hat, aufgrund ihrer wirtschaftlichen Macht gegen Länder wie Marokko, wenn sie will, innerhalb von 24 Stunden alles durchzusetzen, hat es bis heute nicht fertiggebracht oder nicht fertigbringen wollen, ein Rücknahmeabkommen mit diesem Staat durchzusetzen, das es den Europäern ermöglicht, ohne Probleme kriminelle Staatsbürger dieses Landes abzuschieben oder zurückzubringen. Bis heute nicht. Und Kollege Schenach, das ist keine Sache, die nur das Zillertal interessiert, sondern es ist eine Sache, die einmal ganz Tirol, Innsbruck interessiert. Und ganz Europa. Wir haben ein einziges Beispiel, wo das Grenzmanagement funktioniert hat. Ich habe es schon mehrfach gesagt, das ist die Abwehr der versuchten Erpressung Europas durch Weißrussland im vergangenen Jahr, wo Polen ohne Hilfe der EU und gegen die Linien und Aufträge der EU die Grenzen geschützt und uns vor einer neuen Masseneinwanderungsroute bewahrt hat. Hier hat Polen sichergestellt, dass 20 Kilometer an der Grenze keine EU-Beamten und keine Frontex-Leute überhaupt herankommen, hat es, Frau Minister. Gehen wir zum größten Friedensprojekt der Geschichte. Ja, das nennt sich die Europäische Union. Jetzt ist die Bewährungsprobe da und wir haben fast ein Jahr Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Bis heute habe ich nicht eine einzige Initiative der Europäischen Union gesehen, diesen Krieg zu beenden oder wenigstens einen Waffenstillstand zu vermitteln. Was hat ein Friedensprojekt denn sonst zu tun, außer Frieden zu schaffen, Frieden zu erhalten, Frieden wiederherzustellen, zumindest die Waffen zum Schweigen zu bringen, den Krieg anzufachen und nur davon zu reden, ein Staat muss unterstützt werden, es muss einen militärischen Erfolg geben, der Aggressor muss bestraft werden und das Ganze mit einer Sanktionspolitik zu garnieren, die wir alle auszubaden haben, über das Energiechaos und Energiepreischaos, unter dem wir alle leiden, das ist wohl kein Friedensprojekt. Ja, von der Inflation will ich gar nicht reden. Ich glaube, da erübrigt sich's. Von den Strompreisen und dem Merit-Order-System, dem sogenannten, das ja auch letztendlich eine Idee der europäischen Institutionen ist, ebenfalls nicht. Wo ist die Initiative auf europäischer Ebene von diesem sogenannten Merit-Order-System abzugehen, nachdem wir den Preis für den teuersten Anbieter zahlen müssen? Das ist, wer das teuerste Angebot macht, der bestimmt, was der Konsument letztendlich für Strom zu zahlen hat. Ein irres System, ein irres System. Ja, Kollege, da brauchen Sie gar nicht schauen. So ist das Merit-Order-System. Wenn es 10 Angebote gibt, vom billigsten an wird gekauft bis zum teuersten und der Preis, den fürs teuerste, der fürs teuerste Angebot zu zahlen ist, den erhalten alle. Und das ist ein System, das natürlich für die Energieversorger sehr praktisch ist und wo Milliardengewinne gemacht werden auf unserem Rücken. Geschehen ist nichts. Vom 750 Milliarden Wiederaufbaufonds, vom sogenannten, will ich ja gar nicht reden, wo die Ministerin schweigt dazu, das ist ja das größte Debakel, das Österreich in so einem Fall, in einem solchen Fall den Leuten den Eindruck vermittelt, dass da was Vernünftiges geschieht. Da werden die Haushaltsregeln ausgehebelt, indem sich die EU auf dem Kapitalmarkt 750 Milliarden ausborgt. Wir dafür haften
Und wir von unserem Haftungsanteil von 1,22 Milliarden, je nachdem, wie man das genau berechnet, letztendlich 3 Milliarden bekommen, wo wir 18 Milliarden sozusagen beim Fenster raus katapultieren. Das muss eine Europaministerin nach meiner Ansicht nach ansprechen, denn eine Europaministerin heißt zwar Europaministerin, aber nicht deshalb, weil sie Propagandistin der EU-Institutionen ist, sondern weil sie die Interessen Österreichs, von dem sie bezahlt wird, in der Europäischen Union vertritt. Und deswegen erwarte ich mir auch klare Worte. Das betrifft auch solche Dinge wie die angebliche Zukunftskonferenz. Da erwarte ich mir, dass man sagt, wir sind nicht in einer kommunistischen Räterepublik, wo man sich 800 Leute aussucht, die einem dann das bestätigen, was man selber will, sondern wir sind in einer Demokratie, wo das Volk durch Wahlen entscheidet. Und wenn das nicht geschieht, sondern Strukturen einer Räterepublik herangezogen werden, auch schön verbrämt als Zukunftskonferenz, dann erwarte ich mir, dass der Minister sagt, hier hat nicht das Volk entschieden, sondern hier hat sich die Kommission ein Volk selbst geschaffen und das bestätigen lassen, was sie will. Das alles fehlt. Und zum Abschluss. Und zum Abschluss, Kollege, noch einmal zu Ungarn. Ich schaue sie an, weil das ist ja mir eine große Sache. Ja. Das ist ja besonders interessant, weil wir von den europäischen Werten, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und so weiter reden. Da gibt es ein Land, das gegen gewisse Dinge verstößt, die der EU-Nomenklatura wichtig ist. Das sind immer andere Dinge. Das ist die Korruption. Jetzt ist gerade angeblich die Korruption. Das war die Präambel in der Verfassung, wo der liebe Gott vorkommt. Ui, da hat es schon gestaubt. Dann war eine Reform der obersten Gerichte, wo die alten kommunistischen Kader entmachtet wurden. Ui, da hat es gestaubt. Ja, das durfte man gar nicht, weil da sind sehr viele Bürgerliche hineingekommen. Dann hat es Umbenennungen von Plätzen gegeben und dergleichen. Das ist ja nicht der erste Anlauf. Jedes Mal wurde mit dem Einzigen gedroht, was die EU kann, mit der Finanzkeule. Und jetzt ist Ihnen eingefallen, jetzt werden 7 Milliarden strafweise zurückbehalten, weil angeblich Ungarn so korrupt ist. Ja, Ungarn ist ein korruptes Land, aber nicht nur Ungarn, ich will sie nicht nennen, sondern viele Länder in der Europäischen Union sind korrupt. Sie können sich die von Österreich. Ich gar nicht. Ich will jetzt nicht unser eigenes Land hier schlecht darstellen, aber schauen Sie sich einmal den Bericht von Transparency International an. Da gibt es zumindest zwei Länder, die deutlich, deutlich schlechter dastehen. Ist wurscht, da wird kein Wort verloren über diese Länder. Es wird über den Süden Italiens kein Wort verloren. Es wird über das Europäische Parlament natürlich kein Wort verloren, sondern von ihm. Sondern diejenigen, die jetzt in Haft sitzen wegen Korruption, sind die Wortführer gewesen der Sanktionen gegen Ungarn wegen angeblicher Korruption. Da erwarte ich mir, dass eine Europaministerin eines demokratischen Staates sagt, hier wird Geld, das von uns stammt, hier wird eine Macht, die von uns an die Kommission delegiert wurde und an die europäischen Institutionen, missbraucht, um die Demokratie in einem anderen Land auszuhebeln. Das ist nichts anderes. Herr Bundesrat, ich ersuche Sie um Ihren Schlusssatz. Da geht es darum, das ist mein letzter Satz, da geht es darum, dass einem die Entscheidung einer Bevölkerung in Wahlen und die daraus resultierende Regierung nicht passt und dann will man sie finanziell abstrafen. Vielen Dank. Johannes Hübner von der FPÖ aus Wien. Er kritisiert die Versäumnisse der EU. Er spricht von einer Masseneinwanderung, ein Phänomen, das uns zu überwältigen drohe. Es gäbe auch keine Initiative der EU, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Das wäre aber genau der Sinn einer Friedensunion. Und er kritisiert Caroline Edtstadler, die EU-Ministerin, dass sie die Interessen Österreichs nicht entsprechend vertritt.